For subtitles, please click on the subtitles icon below, then on the gear wheel icon and select your language. More detailed instructions in the description below the video. Hallo ihr Lieben, heute nochmal ein Projekt auf Aquarellpapier. Das heißt, es ist ein Aquarellkarton. Ich grundiere mit Acrylmalgel und verwende einen Spachtel. Das trage ich gleichmäßig auf. Es versiegelt mein Papier und die Techniken, die jetzt folgen, werden besser funktionieren. Nach dem Trocknen wähle ich ein transparentes Ocker, ein transparentes Magenta und ein transparentes Zitronengelb. Diese Farben trage ich mit meinem Spachtel unregelmäßig auf. Sie sind die Farben, die später für meine Frühlingsblüten verantwortlich sind. Ich lasse auch auf jeden Fall freie weiße Zwischenräume. Noch weiß ich nicht genau, wo und wie meine Blüten auf dem Papier nachher stehen. Ich arbeite einfach intuitiv. Hier verteile ich noch einmal mit meinem Pinsel ein paar Farben, um die aufgespachtelten Farben zu ergänzen. Nach dem Trocknen verwende ich ein warmes Grün und kombiniere es mit einem Zitronengelb. Diese beiden Farben trage ich gemischt mit Wasser auf die Oberfläche auf. Die Farbe bleibt sehr dünn und transparent. Sie soll eine feuchte Schicht bilden. Es sollen keine Pfützen entstehen. In diese feuchte Schicht tropfe ich nun meinen Alkohol. Ich nehme Bioethanol, circa 90%ig. Ihr könnt aber auch Brennspiritus nehmen. Das funktioniert gut. Es entstehen Strukturen,
in der feuchten Fläche. An den Stellen, wo später meine Blüten stehen, tupfe ich das Grün wieder weg, damit die Farbe richtig schön leuchten kann. Nach dem Trocknen versiegele ich die Oberfläche mit einer Schicht Acrylbinder. Ich nehme hier matten Binder. So ist die Oberfläche geschützt und ich kann prima weiterarbeiten. Hier versuche ich mit einem Buntstift einzelne Blattformen an verschiedenen Stellen schon einmal vorzuzeichnen. Ich tue dies aber nur an einer Stelle oder an zwei Stellen. Alles Weitere wird sich im Prozess einfach ergeben. Hier habe ich schon einmal angefangen mit etwas Grün, den Hintergrund negativ malend zu gestalten. Das Grün, was ich jetzt hier einsetze, wird mir später etwas zu dunkel erscheinen und deswegen habe ich es mit etwas Weiß aufgehellt und der Hintergrund wird so etwas heller. Durch das hellere Grün bleibt das Bild etwas zarter, etwas frühlingshafter. Natürlich werde ich später noch für Kontraste sorgen müssen. Nun könnt ihr einfach weiter verfolgen, wie ich meine Blüten, meine Frühlingsimpression weiter ausarbeite. Hier habe ich zum Beispiel das Magenta mit etwas Weiß gemischt und bekomme ein zartes Rosa. Ich arbeite mit dem Pinsel weiter und bringe weitere Farben hinein und arbeite auch mit der Negativmalerei. Das heißt, ich erschaffe einen Hintergrund.
Natürlich brauche ich auch ein bisschen Kontrast. Dazu habe ich jetzt das Magenta noch mit etwas Kölinblau gemischt. Und das ergibt ein Lila, das ich an ganz wenigen Stellen auch nochmal eingefügt habe. Hier unten geht es einfach weiter mit der Negativmalerei und dem grünen Hintergrund. Nicht nur mit dunkleren Farben kann ich Kontraste verstärken, sondern auch mit helleren Farben, zum Beispiel mit ganz hellem Gelb oder mit Weiß. Hier füge ich mit einem ganz kleinen Pinsel so kleine helle Sprenkel ein und erzeuge damit eine organische Struktur. Ich versuche immer, neben den Details auch das große Ganze, also das gesamte Bild, im Auge zu behalten.
Ich habe noch viele reine Töne in dem Bild und nun füge ich halt noch etwas Gebrochenes hinzu, einen Mischton aus den Tönen, die im Bild schon vorkommen. Diese gemischten Töne beruhigen das Bild und nehmen diese Vielfarbigkeit etwas zurück. Wie ihr seht, springe ich im Bild bei der Ausarbeitung jetzt oft von einer Stelle zur anderen. Das ist typisch für eine späte Phase im Bild, wo ich einzelne Kontraste, einzelne Farbwerte, einzelne Formen noch korrigiere und die harmonisch auf das gesamte Bild abstimme. Das ist so eine Art Austarieren. So bin ich damit zufrieden und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und ihr fühlt euch inspiriert, einfach mal den Frühling reinzulassen und zu malen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal!